Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Mein Name ist Henning Merten. Das ist ein neues Video und heute nehme ich euch ein bisschen mit. Wir haben es jetzt um 7:30. Kinder sind fast alle wach. Meili pennt noch. Und ich ziehe die Kinder jetzt erstmal an. Ja, so sieht das Spektakel aus. Guten Morgen, Denise. Guten Morgen. Hallo. Ja, du machst dich ja gleich auf den Weg ins Babykino und schalt heute werdende Mütter. Mhm. Weiß ich schon? Ja. Ja? Und Ben wird mit dir noch. Wer, Ben? Mit Mama. Warte ich? Der Kleine. Oh, wir haben heute Samstag und ich wollte Rasen mähen. Hier habe ich ja schon gemäht, da hinten noch nicht, weil der Akku nicht erreicht hat. Und jetzt komme ich nicht in eine Torin, weil die ist ja jetzt arbeiten und hat den Torschlüssel mitgenommen. Jetzt stehe ich da. Die Rasenmähen und die hier ist schon gemäht. Ja, und die Kinder? Hallo, Blanche. Wollen unbedingt in den kleinen Pool, weil der große noch zu kalt ist und da noch Schatten ist. Nein, das ist gar nicht kalt. Die Lea findet es kalt. Du nicht? Ach, bin ich alleine da rein. Da bin ich alleine da rein. Ja, Kreide, ich komme noch hier. Guck mal hier, jetzt geil, schön viel Platz zu malen hier. Das ist voll geil. Kreide! Doch. Aber die Kreide hat nichts im Wasser zu suchen, ja? Ja. Mal, Juna, auch für dich. Lass da erstmal Wasser reinlaufen, Juna. Lass da erstmal voll werden. Ja, es wird geteilt, ja? Ja. Und wenn ihr fertig seid, wieder aufräumen. Du bist alles, was ich will, Baby, komm mit mir. Lass uns gemeinsam diese Nacht verbringen. Du bist alles, was ich will, Baby, komm mit mir. Nur das macht deinen Sinn. Yeah. Was morgen passiert ist, doch mir scheißegal. Haha. Nur unser Abend jetzt zu zweit will ich angespürt. Mal laut und mal leise, ich werde dich jetzt verführen. So, Rebecca, nee, Renate ist immer wieder ein Einsatz drin. Bisschen aufgeräumt. Von meinen Eltern kommen ja noch mal ein bisschen durchgefegt. Draußen haben wir mittlerweile schon 33 Grad. Es ist ultra heiß. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal Wasser essen gönnt. Ich nicht, aber die Kinder. Und schmeckt? Ja. Was hast du, Miley? Cola. Cola? Ich hab Kirsche. Du hast Kirsche? Ja. Und dann wird erstmal, ich glaube, die bringen sie ja Kuchen mit, die Koffer. Ich hab nämlich irgendwie Bock auf Kuchen gerade. Donut oder so. So, jetzt gucken wir erstmal der Miley zu und dann gehen wir die Pflaumen picken. Meine Eltern sind da. Miley geht baden. Mhm. Ein bisschen, ja. Ah! Ah! Schön, dass du spritzt. So, Lea habe ich wieder nach Hause gebracht. Die geht heute nämlich noch zum Geburtstag. Und die ist auch wieder da. Ja. Sieht wieder aus hier, wa? Ey, schön. Und wir haben Birnen bekommen. Meine Eltern haben Birnen mitgebracht. Eigene aus dem Garten. Lecker, lecker. Und dafür nehmen sie unsere Pflaumen. Wir haben hier nämlich Pflaumenbäume. Und da können sie sich dann bedienen. Ja. Das heißt erstmal Kaffee. Kuchen gab es schon. Und nachher wird noch schön lecker gegrillt. Ich habe hier vorhin noch Grillkäse geholt. Den Rest haben wir hier. Müssen wir mal gucken. Da ist so ein bisschen Fleisch. Kräuterbaguette. Ja, sehr lecker. Ey, freut mich schon. Ja, schön aufpassen hier. Nehmen wir alle Schuhe an. Ja, gerade am Pflaumen pflücken. Wir haben hier so einen tollen Pflaumenbaum. Ich habe schon gerade gesagt, ihr habt uns tolle Birnen mitgebracht. Und wir tauschen das einfach ein. Jetzt sehen Pflaumen. Genau. Weißt du? Aber die sehen echt gut aus. Aber es sind auch schon viele bei, die nicht gut sind, wa? Alles Bio, genau. Die haben wir auch in der Schule. Ja, hast du gerade eine gekostet schon? Nein, aber nee? Die haben schon in der Schule gekostet. Und? Lecker? Darf ich eine essen? Ja, da müssen wir. Gib dir mal eine. Hier, komm mal her, die hier. Nimm die hier. Okay. Mach die ein bisschen sauber hier. Die kannst du essen, die sieht gut aus. Und wenn da eine ist? Und? Komm in den Korb. Juna ist hier fleißig. Und lecker? Super. Guck mal, ganz viele! Ja, wir haben schon echt viele. Sieht so gut aus, Mensch. Und ihr habt keine Hake, wurde. Nee, ich habe leider noch keine Hake. Also, was ist euch anschauen? Ja, ich weiß. Wisst ihr doch, wie das ist? Vergisst man immer sowas? Ein Zwilling! Ein Zwilling!
Zwillingsbude. Ja, toll. Ja, und der ist abgebrochen, der muss weg, wa? Ja. Vom Wind. Und das? Oder weil sie so schwer waren. Die hängen auch wirklich in eine Masse. Ja. Und die? Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Die ist gut. So ist das. Weg schon mal langsam den Grill vorbereiten, wa? Ja, mach das. Mein Papa macht jetzt lecker Salat. Papa, was machst du jetzt hier für einen Salat? Auch noch Olivenöl. Ja? Was machst du denn da jetzt für einen Salat? Ich weiß nicht, was wir letztens hatten, soll ich machen. Mit Avocado nur. War ja später drin, oder? Gurke, Avocado, Salat. Hier, guck mal, hier, richtig gut, das aus Griechenland? Ja, gut, die haben auch hier wieder. Aus? Die haben auch meistens griechisch von, aus Kreta, aber Kretisch. Aber jetzt haben wir, im Moment haben wir nicht mal das, was wir von euch geschenkt gekriegt haben damals noch. Echt? Ist das von weiß ich gar nicht. Butterlindner. Ach so. Zum Korb. Ja. Und da war auch der, und unter anderem diese Topping drin. Und daher kennen wir das überhaupt erst. Mhm. Und da haben wir gleich. Hast du gleich nochmal geholt, ja? Gleich bestellt nochmal für so eine Dinger. Bei Butterlindner? Nee, bei Butterlindner gab es das ja nicht. Was war denn der für ein Topping? Dieses Avocado-Topping. Ach, das hier. Wo ist denn das jetzt? Das meinst du? Genau. Also, ein Stück geholt. Jetzt stimmt, das war da mit drin. Ja, das ist mega. Ene ist jetzt in Australien von unserem Büchsen. Warum in Australien? Weil der Stefan, der war da, der hat uns doch besucht. Ah. Und du, Pupsi, was machst du hier? Spielst du am Ben sein Ding? Ist krass, war das Teil? Kann ich das nicht raus? Nee, das kannst du nicht. Kannst du nur verschiedene Stoffe sind da zum Erraten. Komm, haben wir hier noch? Warte mal. Ah, das da. Ist da überhaupt was dran? Da ist ja auch nichts dran. Okay. Ach so, hier machst du eine Murmelrinne oder sowas, wa? Keine Ahnung. Ja. Und die Steine da. Na gut, die Grill jetzt. Das zeigt gerade meinen Kids die Story vom Weihnachtsmann. Oh, Tannenbaum, wie gut in deinem Blätter. Cool. Tja, kann ich, muss ich meinen Grill machen leider. Ja, was sieht gut aus, aber brennt hier auch heute ein bisschen, ey. Also das Essen ist fertig, wir warten jetzt noch auf die Oma von Denise. Jetzt, was macht ihr denn da? Ist das, na, wen seine Hand ist denn das? Deine Hand? Ja, hier, die kratzen gerade die Bilder aus hier. Kratzbilder. Mega, so Goldglitzer, aber die sind echt schön, ja, die sind echt schön. Ich habe alle Farben geholt. Mhm. Was macht ihr denn hier? Internet? Ja, ey, die ganze Zeit am Handy. Mir wird es vorgeworfen, wisst ihr? Aber selber nie besser. Ach, bei dir, wa? Ja, das ist auch schon eine Weile her, wa? Oh, stimmt, da kann ich mich immer noch erinnern an das Bild. Ist das hell. Es war gerade draußen. Gute Nacht. Hab die Gäste verabschiedet und die Milch ist vorbereitet. Ben, ab und an kommt er noch mal nachts. Wir hauen jetzt ins Bett ab. War eine tolle, aber heute war echt schön. Ja. Ja, euch eine gute Nacht und darüber. Ist ja meistens tagsüber, wenn ihr den Blog schaut. Bis bald und